Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, bereits seit Jahreswende konnten wir beobachten, wie die CDU ihre Liebe zu den Armen dieses Landes entdeckt hat. Inzwischen hat Bremen die erste Armutskonferenz erlebt, die veranstaltet wurde von einem breiten Bündnis aus sozialen Organisationen, vom Paritätischen bis zur Arbeitnehmerkammer. Und nach deren Ergebnissen, auch das muss hier mal deutlich gesagt werden, scheint es auch für die rot-grüne Koalition einen gewissen Handlungsdruck zu geben. Wir begrüßen das. Bürgermeister Bahnsen erklärte bei seinem Neujahrsempfang, die Armutsbekämpfung noch stärker in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen. Er hat außerdem gesagt, er will ein Bündnis von Wirtschaft und Politik und anderen gesellschaftlichen Akteuren und er will einen Aufbruch. Aufbruch wohin, nur frage ich Sie. Zurück in die Zukunft, in die große Koalition mit CDU, Bundes- wie landesweit? Oder was ist darunter zu verstehen? Die CDU hat recht. Das muss auch gesagt werden, wenn sie auf Taten statt Worten insistiert. Dennoch muss auch hier mal gesagt werden, es ist für uns Linke noch immer schwer zu ertragen, wenn SPD, Grüne und auch die CDU, die in Deutschland durch die Gesetze, durch die Hartz-Gesetze Armut per Gesetz überhaupt eingeführt haben, und jetzt jammern sie unter den Folgen. Nein, sie gab es vorher nicht, aber ihr habt sie eingeführt und jetzt jammert er über die Folgen. Der Skandal, liebe Kollegen und Kollegen, der Skandal ist dabei natürlich, dass niemand, weder die CDU noch die SPD, diesen Skandal von Hartz IV tatsächlich ändern wollen. Im Gegenteil, Frau Merkel propagiert Hartz IV als Modell für alle anderen europäischen Staaten. Das ist doch unglaublich. Verehrte Damen und Herren, als Linke müssen wir doch sagen, gerade bei den Haushaltsverhandlungen, die wir gerade gehabt haben, hat die Linke 59 Änderungsanträge gestellt. Und das waren alles Änderungsanträge, die allesamt zur Armutsbekämpfung geeignet waren. Das war in unserer eigenen Fraktion die Bedingung für Anträge, die wir gestellt haben, dass sie zur Armutsbekämpfung taugen. Seit die Linke, auch das muss hier gesagt werden, in diesem Parlament ist, haben wir einen Masterplan zur Armutsbekämpfung gefordert. Seit langem fordern wir Armutsbekämpfung nicht nur einfach so, sondern als eine wirkliche Querschnittsaufgabe zwischen allen Ressorts. Das hat jetzt die Armutskonferenz als Forderung auch gemacht. Das haben auch Kollegen meiner Vorredner durchaus zu bedenken gegeben. Also bitte, wann fangen Sie endlich an und werden tatsächlich Armut als Querschnittsaufgabe einmal verstehen? Herr Mühle hat eben zu Recht gesagt, mein Gott, in der Sozialdeputation, wir beschweren uns immer über die Schwierigkeiten, dass das mit Bildung nicht zusammengeht. Es geht nicht zusammen, da gibt es Schwierigkeiten. Es ist keine Querschnittsaufgabe bei diesem Senat und das muss dringend geändert werden. Und ich sage mal, das ist das Mindeste, was wir zumindest auf der landespolitischen Ebene tun können. Da können wir noch sehr viel mehr tun. Die Linke, das müssen wir natürlich auch deutlich sagen, kämpft allerdings weiter, notwendigerweise auch auf der Bundesebene, für eine Umverteilung von Reichtum. Ja, Herr Mühle, Sie haben da völlig recht, natürlich. Armutsbekämpfung ist Reichtumsverringerung auf der anderen Seite. Das ist das, was wir anstreben. Dennoch will ich auch hier deutlich sagen, konkretes Handeln hat oberste Priorität. Denn den von Armut betroffenen Bremerinnen und Bremer muss geholfen werden, ihnen muss Hilfe zur Selbsthilfe gewährleistet werden. Und der Bericht des Paritätischen, wohlgemerkt, Herr Rübekamp hat das erwähnt, er hat ja der Titel dieser Untersuchung ist zwischen Wohlstand und Verarmung. Deutschland vor der Zerreißprobe. Ich finde, das ist schon allein ein denkwürdiger Titel und er konstatiert für Bremen. Und jetzt zitiere ich nochmal, dass man sich das wirklich mal auf einer Zunge zergehen lässt. Da heißt es, ein negativer Trend ist auch beim Schlusslicht Bremen zu identifizieren. Es ist nicht nur seit 2011 das Land mit der höchsten Armutsquote in Deutschland, auch steigt die Quote nun mal bereits im dritten Jahr hintereinander.
Und der Paritätische vermutet dadurch nämlich langsam eine Tendenz dahinter. Und ich finde, das ist doch ein Armutszeugnis. Das ist doch sozusagen ein Attestat, das sagt, die Armutsbekämpfung in diesem Land hat nicht funktioniert. Niemand streitet ab, dass es Anstrengungen gegeben hat, aber sie hat nicht funktioniert. Das muss man doch mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn man das zur Kenntnis nimmt, dann muss man auch endlich was anderes tun. Dann muss man handeln. Und ich frage Sie wirklich, wie viele Warnzeichen wollen Sie eigentlich mit Ihrer Schuldenbremse noch überdecken? Tun Sie endlich was für die Menschen. Wir als Linke werden Sie natürlich auch wieder fragen, das tun Sie auch zu Recht, was haben wir denn für Vorschläge? Die Linke fordert erstens, dass die sogenannte GroKo-Rendite, ich glaube, das muss ich etwas erklären für Nicht-Parlamentarier. GroKo-Rendite ist sozusagen das, was bei den Verhandlungen um die Große Koalition in Berlin sozusagen für Kommunen und Länder, sage ich mal, rausgekommen ist. In offiziellen Kreisen rechnet man, dass es so zwischen 40 bis 60 Millionen Euro für Prämien sein könnte. Das heißt also, wir als Linke fordern, dass diese GroKo-Rendite vollständig, sage ich, in ein Armutsbekämpfungsprogramm gegossen wird. Und wir fordern zweitens, dass es darüber einen Nachtragshaushalt ins Parlament eingebracht wird. Und wir wollen drittens, dass in einer geeigneten Form, und da sage ich auch deutlich, zum Beispiel in einer Enquete-Kommission, wie die CDU das gefordert hat, da sind wir völlig d'accord, in einer Enquete-Kommission mit den Akteuren, zum Beispiel der Armutskonferenz, breit über den Einsatz dieser Mittel diskutiert wird. Und da sage ich mal, wir wollen keine Almosenpolitik hier in Bremen machen, sondern wir wollen wirklich handhabbare, konkrete Anzeigen. Wenn es jetzt hier nochmal Geld gibt aus Berlin, darüber sind sich eigentlich alle einig, das ist so klar wie Kloßbrühe. Wenn es dieses Geld gibt, dann sollte man in der Tat einen Nachtragshaushalt dazu einbringen und sollte wirklich versuchen, daraus ein Armutsbekämpfungsprogramm zu machen. Wir werden Armut, da hat Herr Möhle recht, wir werden Armut nicht verhindern können. Aber wir können natürlich landespolitisch relativ viel tun, um das wirklich abzufedern. Und das waren die Auseinandersetzungen bei den Haushaltsberatungen. Immer wieder haben wir festgestellt, es gibt Punkte, wo man das noch mehr abfedern könnte, wo man vielleicht noch mehr Aufbruch in die Quartiere bringen könnte. Und dann hieß es immer, wir haben kein Geld. Wir sagen, jetzt gibt es noch mal konkret Geld. Und dann sage ich mal, Sie stehen von uns jedenfalls ganz klar unter Beobachtung. Sie müssen jetzt beweisen, dass Sie tatsächlich etwas tun wollen. Danke.